Hi, ich bin der Günther. Ich komme aus Dörnbude. Willkommen zu einer neuen Folge der Walross-Edition in Doom. Ja, was soll ich groß dazu sagen? Mal gucken, ob heute Seemobs Name richtig wird. Mal gucken, wie sehr ich heute wieder verzweifeln werde. Und wie oft zum Beispiel gesagt wird. Legen wir los. Einheit 17. Was einmal übrig bleibt. Zurück im Boot, sowie einige Zeit bevor wir unser Gespräch begannen, sah Chelast Chinooks an. Er wusste offensichtlich nicht, was er damit anfangen sollte. Sie sah misstrauisch und verrückt aus. Dann erreichten wir einen Platz, wo wir sitzen und reden konnten. Chelast begann das Gespräch immer noch schlecht gelaunt. Okay, Chinooks, ich hoffe, du willst mir nicht sagen, dass du mich vergessen hast. Das wird nicht möglich sein. Chinooks stieß eine Beleidigung aus. Ich verstehe, kann ich etwas dazu sagen? Du hast mich nicht zuerst reden lassen. Dieses Mal hatte Chelast Angst, aber ich war ein bisschen nervös. Ich habe Chinooks noch nie so wütend gesehen wie jetzt. Nachdem sie einen Moment innegehalten hatte, fuhr sie fort. Danke, ich habe die ganze Zeit versucht, dir zu erklären, dass sie... wo bin ich? Hilfe, ich kann nicht lesen. Dass ich mich an nichts erinnern kann, was mir passiert ist, bevor ich Bulbi gesehen habe. Ist mir in den letzten 4,5 Jahren nicht passiert. Das heißt, wenn ich dich vorher kannte, dann ärgere dich nicht, aber ich werde es nicht ändern. Zunächst. 4,5 Jahre. Ja, und das antworten sie. Das heißt, sie sind es. Nach und nach verloren wir die Geduld. Was meinst du damit, dass er wirklich ist? Wer war er damals? Bitte erkläre uns, ohne Probleme, was du sagst, bevor meine Geduldslinie bricht, Chelast. Oh ja, tut mir leid. Also um dir eine kurze Geschichte zu erzählen. Wir waren früher perfekte Chinooks-Freunde. Wir haben ein Rettungsteam in der Hubbelupf-Gilde aufgestellt. Wir sind schön. Wichtige Infos wieder hier. Wir haben die Welt vor der Zerstörung gerettet. Das Einzige, was wir tun müssen, ist dies zu tun, weil wir eine unzertrennliche Gruppe sind. Kein Feind ist stärker als wir. Irgendwie beunruhigt mich der Satz, weil das irgendwie schon aussagt, dass Chelast ein Feind ist. Es ist nur, ich denke nach unserem Sieg, wenn wir uns verabschieden, gehst du zurück in die Menschenwelt. Wir haben bisher alle gut zugehört, aber Chinooks hat aufgehört. Nimm es ruhig. Du willst mir sagen, dass du und ich aufgehört haben, die Welt und dass ich wirklich ein Mensch bin. Was ich sage, ja, ich weiß nicht, was meine Vergangenheit war. Trotz allem ist es jetzt ein kleiner Mythos, nicht wahr? Ich weiß, das hört sich alles komisch an, ist es aber nicht. Alles passt in das bestmögliche Bild, denn unsere Reise endete vor etwas mehr als 4,5 Jahren. Aber nach einer Weile bist du vor kurzem ohne Erinnerung aufgewacht. Hätte Hubbelupf ihn danach nicht erwischen sollten? Was ist das für ein Satzbau? Nein, zunächst einmal glauben alle, dass du jederzeit gegangen bist. Und ich glaube, du hast dich nicht mit deinem persönlichen Namen gezeigt, oder? Mein Name ist ein Mensch? Well, nein, Fivehead, dein Name ist ein Name, aber was denken sie? Sie verwenden immer zwei verschiedene Namen. Sie sagen Pokémon ihren menschlichen Namen, was bedeutet, dass sie ein Mensch sind. Für andere sind sie Chinooks. Beeilen sie sich und ignorieren sie zum Beispiel ihren Namen? Wo bin ich schon wieder? Wie oft habe ich es gesagt? Ich habe alles vergessen. Okay, verzeih mir. Aber wenn du dich mit Bulbi als Leon zusammengetan hättest, hätten sie dich erkannt. Leon haben so viele Titel. Erstens, um Verwirrung zu vermeiden, wenn sie einen anderen Typ treffen. Und zweitens, weil sie die Namen für besser halten. Bisasam wird mich zum Beispiel lange halten. Und ich finde, Bulbis Name passt perfekt zu mir. Was? Okay.
Das ist Identitätsdiebstahl. Das werde ich zur Anzeige bringen und... Ja. Machen wir weiter. Ich denke, Leon wird auch ein tolles Spiel für dich sein, Shinux. Persönlich weiß er oft nicht, was er mit allem anfangen soll, was ihm erzählt wird. Ich wäre besser dran, wenn du bei Shinux wärst. Damit verließ er das Haus. Ich verstehe, dass es jetzt mehr Zeit braucht, aber als Shinux es verfolgen wollte, habe ich aufgehört. Warte, und noch etwas. Wo warst du die ganze Zeit? Ich reise nur durch den Dschungel, um den Dschungel zu beschützen. Er wollte in ein anderes Zimmer umziehen, aber dieses Mal hinderten ihn seine eigenen Interessen daran. Seemops. Hat mir eine Frage gestellt. Und Bulbi, was passiert jetzt im See? Woher weißt du das? Es hängt alles von etwas meiner Kraft ab. Es wird ein Gesichtsschrei genannt. Ach, das ist dieses eine... Ah, das ist doch dieses eine Bild da. Von wem war das? Irgend so altes Bild, Picasso oder so ein Scheißdreck. Gesichtsschrei, genau. Es fühlt sich an, als würde ich manchmal ein bisschen berühren. Ich sehe ein bisschen in die Zukunft oder in die Vergangenheit. In diesem Fall zum Beispiel, wie ich nur in die Lava gefallen bin, weil ich es falsch gemacht habe. Bevor Seemops... reagieren konnte, überraschte Chillast uns erneut. Hast du zu viel Lärm? Ich denke, Shinux ist einfach. Seemops und ich sahen ihn ungläubig an. Was? Die anderen Tage vergingen langsam. Shinux weigerte sich, Chillast oder Seemops anzusprechen. Irgendwann, als ich ihn in einem ruhigen Moment erwischte, konnten wir den Smalltalk einschalten. Er sagte mir, er könne sich nicht als Pokémon beweisen, wie Chillast sagte. Er sagte auch, er wolle es nicht sein. Er hat jetzt viel über seine Vergangenheit, aber heutzutage hat er das Gefühl, dass er sie unter keinen Umständen herausgefunden hat. Er hasst den Mann. Und vor allem war er wütend. Für Chillast und das Team. Das hättest du ihm schon längst sagen sollen. Aber wie er sagte, sie verließen ihn dann, also verstand er nicht. Sie werden sofort aufhören, an ihn zu glauben. So wie ich persönlich diese spezielle Idee nicht habe, möchte ich sie auch nicht ablehnen. Ich wusste, dass ich mir nicht zeigen würde, wie schwierig es war, also beschloss ich, ihm Zeit zu geben. Aber ich erklärte ihm auch den Schrei meiner Kleider, die ich zu sehr hatte. Chillast wird nicht erwähnt. Ich habe andere Dinge im Kopf, die ich für den ganzen Tag plane. In der Nacht, bevor alle schliefen, stieg ich in die Shinux-Maschine, die auch funktionierte. Ich wollte mit Abra reden, ohne dass mir jemand zuhörte. Ich habe die Maschine gestartet, wie Shinux gezeigt hat. Ich hatte damals nicht erwartet, dass das Abra stören würde. Sekunden vergingen, bis er antwortete. Glühbirnen? Linux, bist du es wieder? Ich bin. Shinux schläft. Nun, es muss mitten in der Nacht in dir gewesen sein. Was ist an dieser Art so wichtig, dass dir zu dieser Zeit, zu meiner Zeit sagen musst? Ich verstehe nichts. Und ich denke, es wäre besser, wenn du andere, insbesondere Shinux, nicht sehen würdest. Aber eine Frage bleibt. Bist du aktuell in der Gilde und Hubbelupf ist dabei? Sie fühlt sich jetzt unsicher. Millionen. Ja, das gleiche und auch so. Was ist los? Naja, kannst du Hubbelupf fragen, ob der Name Leon etwas sagt? Schwieg am Anfang, als er Hubbelupf fragte. Außerdem antwortete er sofort. Also schwieg er, aber gleichzeitig antwortete er schon. Krass. Wo war ich schon wieder? Ich muss ihn nicht aus der Ferne danach fragen. Jeder in der Gilde kennt den Namen. Wo hast du ihn zufällig her? Ich habe mich gefragt, ob ich Abra die Wahrheit über Shinux sagen könnte, aber in wenigen Minuten. Ich habe mich entschieden. Ich weiß nicht, ob er das wirklich will.
Aber wenn das der Fall ist, dann am besten selbst von unserem neuen Teammitglied. Wie gesagt, du musst immer noch damit klarkommen, okay? Also der wertvollste Freund Leon, Chillast. Abra blieb stumm. Warte, Chillast ist in deinem Team? Wie er ist? Ich habe ihn seit Jahrhunderten nicht mehr gesehen. Warum bezweifle ich das nur? Aber man nennt das wohl eine Hyperbel. Es ist gut. Die Interaktion mit Shulks ist nur ein wenig verwirrend. Er erinnert sich viel an Leon, nicht wahr? Aber der Rest von uns hat keinen Zweifel, wenn es hierher kommt. Wenn wir nicht wüssten, dass er wieder in seiner Welt ist, könntest du denken, dass es sich um dasselbe Pokémon handelt. Ich hatte ein bisschen Angst, Abra könnte den Grund für meine Aussage sehen, also habe ich versucht rauszukommen. Es war eine Flucht. Nun. Also das ist wieder so eine Stelle, da habe ich einfach das Gefühl, dass beim Übersetzen irgendwie ein, zwei Passagen verschwunden sind. Irgendwie war das Rumwandeln manchmal komisch und am Ende haben ein paar Worte gefehlt und es kann sein, dass ich das teilweise übersehen habe. Gruden? Du meinst das Groudon? Groudon Mythos? Ja, Nde. Was ist damit? Hast du nicht gehört, was er gesagt hat? Im legendären Pokémon unserer Welt ist er berühmt und vielleicht. Es kann die Kontinente aus den Ozeanen heben und die Erdkruste beeinflussen. Dennoch nutzte er diese Macht zu keinem Guten, sondern nur um seines Reiches Willen. Das Pokémon des Mythos starrt ihn also schon lange an. Aber er weiß nicht, was er tun soll. Irgendwann gelang es ihm mit Hoops Hilfe, etwas von Groudons Stärke und Kristallen einzufangen. Danach haben sie es tatsächlich versteckt. Wenn es seine Kristalle wieder zurückgewinnen würde, könnte es seine Stärke wieder erlangen, was die Welt selbst hätte zerstören können. Und ich glaube nicht, dass das jemand will. Doch ich meine, hi. Aber die meisten von uns sind in gewisser Hinsicht davon überzeugt, dass Gruden nur erfunden wurde. Pokémon, die die Welt kontrollieren können, wären heutzutage eine Übertreibung. Christ in Weltengeister. Mit dieser Aussage hatte Abra entgegen meinen Erwartungen gehandelt. Es gab mir keine brauchbaren Informationen und erklärte mir, wie mächtig dieses Pokémon ist. Also war sehr... Ich hinterfrag's nicht. Nun, dann wirst du es wie im Märchen fühlen. Es geht uns in die Adern. Es gibt eine andere Zeit, um ruhig zu bleiben. Jetzt warte einen Moment. Willst du mir sagen, dass Gruden da ist und dich sucht? Was für ein Geist. Wie denkst du, willst du wieder im Leben erscheinen? Bei Groudon kann man sich nicht gleich einmischen. Wir haben keine Wahl. Wir brauchen rotes Metall, um einen Überlebenden zu finden. Was? Du hast auch rotes Metall? Kupfer! Was? Okay, das letzte stand da jetzt eventuell nicht. Er seufzte. Bulbi, hör mir gut zu. Schmuck sollte nicht in die Hände von Groudon fallen. Gefahr! Seien Sie auf jeden Fall vorsichtig, egal was Sie tun. Wir werden in Ordnung sein. Egal was, ich habe eine Sache, über die ich sprechen möchte. Etwas, das mich offensichtlich mehr beunruhigt als der dicke Godzilla, der seinen Rock will. Aber Abra, bitte versprich mir, dass du niemandem ein bisschen davon erzählst. Keine meiner Freunde, kein Gildenmitglieder, nicht einmal Meister. Was, warum sollte das? Bitte, Abra, versprochen. Sie atmete einmal. Okay, wenn du das brauchst, ich werde niemandem davon erzählen. Also, was stört dich so? Die Geschichte. Okay, das habe ich jetzt gesagt. Es geht um etwas. Passiert nach unserem Sieg, wenn es uns gut geht. Was wird nach deinem Sieg passieren? Dein Sieg wird der letzte sein. Ja, genau das ist der Punkt, Abra. Das hast du gut erfasst. Dann kannst du zurückgehen und die ganze Zeit tun, was du willst. Du wirst ein Superheld sein. Worüber machst du dir bitte Sorgen? Es ist nur, vielleicht denkst du jetzt, ich bin dumm. Jedenfalls passierte das gleiche in den ersten beiden Geschichten der Geschichte. Schließlich soll ein lauter Mensch all seine Freunde auf der Welt verlassen. Kein Ende in Sicht. Was ist, wenn das Schicksal es so will?
Ich dachte immer, es wäre besser nach dieser Reise. Vielleicht könnte ich nicht mehr zurück. Vielleicht ist das mein Zeichen. Es herrschte Stille für die Zeit draußen, diese lange Zeit. Abra scheint sich zu fragen, was er sagt. Aber auch das hat mir ein wenig geholfen. Zumindest wusste ich, dass er sich um meine Gefühle kümmerte. Ich hatte Angst, dass es leicht wäre, mich als Dummkopf abzutun. Es ist auch, jedenfalls scheint er mich zu verstehen. Nach einiger Zeit hörte ich wieder etwas davon. Natürlich kümmere ich mich gut um diese Pflege. Aber was zu tun ist, kann ich dir nicht sagen. Wenn das Schicksal es so erfordert, ist es natürlich immer noch möglich und kann es nicht aufhalten. Aber wenn ich sollte dir einen Rat geben, es mag dich nicht überraschen, Es mag dich nicht überraschen, trotz alledem ist nichts offensichtlich. Du musst dir nicht zu viele Sorgen machen, auch wenn du es nicht hören kannst. Ich glaube, du wirst nicht reden zu mir. Du solltest mit deinen Freunden sprechen und den Leuten, mit denen du reist. Ich bin sicher, sie können dir mehr helfen. Du weißt, dass sie immer an deiner Seite sein werden. Shinnok zuerst. Und als ob sich nichts ändern könnte. Es wird dir helfen, über deine Sorgen zu sprechen. Schließlich kann sich nichts ändern. Nee. Schließlich kann sich nichts ändern könnte. Sorry. Ich habe echt gerade nicht geschafft, den normalen Satz hier vorzulesen. Also, kann ich etwa keine Grammatik oder sowas? Es wird dir helfen, über deine Sorgen zu sprechen. Schließlich kann sich nichts ändern könnte. Ja, da waren wir. Nee, ich bin behindert. Ich bin jetzt zum dritten Mal in der Zeile verrutscht. Das mit dem ändern könnte war am Anfang des Satzes. Schließlich kann ich natürlich keine Entscheidung für dich treffen, aber ich rate dir, mit ihnen zu sprechen. Ich werde darüber nachdenken. Danke, dass du bei dir bist. Ich kann sowieso nicht fertig werden. Wellen treiben unser Boot und stürzen zu Boden. Shinnok Software stürzte an die Wand oder es kam nur ein verzerrtes Rauschen heraus. Soweit ich es vom Fenster aus erklären konnte, waren die Wellen so stark, dass unsere Boote nicht mehr alles zusammenhalten konnten. Aus jeder Wand kam Wasser und bald wurde ich ohnmächtig. Gleich geht's weiter. So, nächstes Kapitel. Auch wenn ich mental gerade am etwas weirden Spot bin, muss ich sagen. Nicht, weil irgendwas Schlimmes passiert ist oder so. Ich werde in einem Silvester-Talk-Video mal drüber reden, aber deswegen, falls ich ein bisschen komisch rüberkomme, daran liegt's. Und ich hatte gerade eben, vor ein paar Stunden meine erste Corona-Impfung, auch wenn ich davon jetzt nicht viel merke. Naja, fangen wir einfach an. Ist vielleicht ganz gut, wenn ich heute nicht so ewig brauche. Punkt 8. Einsame Insel. Also, ich weiß nicht, wie ich gut anfangen soll. Bulbi hat dieses Kapitel nicht ein einziges Mal geschrieben. Aber er sagte mir, dass ich es irgendwann hinzufügen würde, weil mir so viele Dinge mehr passierten als ihm. Ach ja, bei Bedarf sollte es kurz gezeigt werden. Mein Name ist Shinnok und ich weiß nicht, wie ich diesen Begrüßungsbericht schreiben soll. Dies könnte ein Bereich der Bulbi-Kunst sein. Aber nun, so werde ich Ihnen sagen, wie es nach dem Sturm aussieht. Als ich wieder aufwachte, lag ich alleine am Sandstrand mitten auf der Insel. Vor mir ein riesiger Wald mit einem riesigen Vulkan in der Mitte. Nicht wie bei Groudon, aber ich brauchte eine Weile, um darüber nachzudenken und zuzugeben, was passiert war. Das Boot droht zu sinken und die Schaulustigen werden weggefegt. Da gibt's auf dem Meer sicher sehr viele von. Natürlich hatte ich das Glück, auf eine Insel zu fallen, aber ich weiß nicht, ob die Statisten eine haben. Okay, ich meine, ja, insgesamt, Shinnok, insgesamt bist du wohl der wichtigste Charakter von dem ganzen Team der Walross Edition 3, aber du musst den Rest jetzt nicht als Statisten bezeichnen. Entspann dich. Ich hoffe, Bulbi und Seemob sind gut und ich würde klatschen, aber mein Arm gerade lieber nicht so. Stellt euch vor, ich klatsche, wenn Seemobs dasteht.
Ehrlich gesagt mag ich Chillast nicht besonders. Ich war immer noch wütend auf ihn, denn er hat mich offensichtlich verlassen, sobald ich mich auf dem Dachboden verirrte. Interessant. Ich entschied, dass es klug war, zuerst die Insel zu durchsuchen, in der Hoffnung, jemanden zu finden. Aber als ich aufstand, bemerkte ich, dass eines Nachts ein Ara am Waldrand stand und mich anstarrte. Sobald er mich sah, verschwand er. Ich habe lange nicht darüber nachgedacht und bin an den Strand gegangen. Kurz gesagt, ich habe meine Freunde am Strand nicht gesehen. Nicht einmal ihr Mal. Was ich jedoch fand, war eine Bulbi-Tasche. Das war für mich lange Zeit eine wichtige erste Hilfe, denn ich entdeckte, dass noch rotes Gold drin war. Das haben wir zumindest verstanden, als wir uns trafen und unser letztes Teammitglied sahen. Ebenso eine weitere schwierige Suche, denn der Inselkontinent umfasst 100 verschiedene kleine Inseln. Es bedeutet auch, dass es für all meine Freunde Monate oder sogar eine Schwangerschaft dauern könnte. Was? Interessante Zeitangabe. Wenn sie nur noch am Leben wären. Aber ich weiß, dass Autofahren nicht hilft. Dann ging ich in den Wald, um sie dort zu suchen. Ich hoffte aufrichtig, dass es in diesem Dschungel keine großen Spinnen gibt, Pokémon oder sogar tödliche Insekten, auf die ich eingehen muss. Die Hälfte der Einführung war nicht erfolgreich, aber ich sah ein anderes Pokémon, das mich beobachtete. Piana. Er wollte gerade weglaufen, als ich ihn sah, aber diesmal hielt ich ihn auf. Warte, ich brauche Hilfe. Natürlich hatte er aufgehört und ich ging auch. Ich suche meine Freunde. Laut, hast du die Fremden auf dieser Insel gesehen? Obwohl er jetzt Angst hatte, war er sofort sehr glücklich. Modell von Seemops und Chillast. Ja genau, beide. Weißt du, wo sie sind? Wer auch immer mich gepinkt hat, halt die Fresse. Ich meine, hi. Ja, ich habe sie vor langer Zeit gesammelt. Shinux, nicht wahr? Ich bin ein. Ja, ich bin es. Warum? Bitte folgen Sie mir. Einerseits, was dem Elementaren nicht so widerspricht. Andererseits will ich Seemops und Chillast finden. Ich musste ihm eine Weile folgen, als ich dachte, das Unkraut um die Bäume herum identifizieren zu können. Psyana sprang aus dem Wald und ehe ich konnte, umgab mich ein prächtiges Stück Holz. Ich zögerte nicht und fuhr fort. Auf der anderen Seite, mitten im Gras, Eevee. Es gibt kein Zeichen von Psyana mit Y. Du, bist du wirklich Shinux? Ich werde meine Kräfte zuerst wiedergewinnen. Ja, ich bin's. Wohin geht er? Psyana. Er ist weg. Er will dich allein einladen. Wie du weißt, muss ich mit dir reden. Du, immer noch suchst du meinen Kollegen. Ich sehe das. Ich brauche ein bisschen Zeit, um herauszufinden, was er sagt. Bitte was? Er ist in einem Traum, wie Seemops und Chillast. Wenn sie keine Zweifel haben, was ich verständlicherweise verstehe, haben sie ein Foto in ihrem Tasche, nicht wahr? In ihrem Tasche. Ich krieg Krämpfe. Ich suchte noch einmal genau nach der Tasche. Als ich das teure Ding zum ersten Mal sah, habe ich den Rest ignoriert. Sobald er es anhebt, spiegeln die Farben auf der Rückseite Eevee an der Seite des Chillast wieder. Diesmal haben wir sozusagen große Gunst. Wir haben uns pünktlich mit einem Kollegen getroffen. Außerdem sind Seemops und Chillast hier. Jetzt müssen wir Bulbi wollen. Hallo? Es spielt keine Rolle. Sehen Sie Ihr Foto noch einmal. Sollen wir zu deinen Freunden gehen, um Bulbi One zu sehen? Ja sicher, wir sind nicht lange im Wald spazieren gegangen. Eevee weigerte sich lange, sich vorzustellen, was ohnehin Sinn macht. Woher kennst du dann den Namen? Das steht da natürlich nur so, weil Eevee der englische Name für Evoli ist und das Ganze beim Übersetzen rumgedreht wurde, wie es wollte. Was ohnehin Sinn macht. Er versprach uns ein wenig über sich selbst zu erzählen, sobald unsere Gruppe voll war. Wir kamen schnell auf der grasbewachsenen Seite an. Muss im Wald ja sehr schwer sein. Chillast und Seemops haben dort schon lange gewartet. Wie auch immer, sie verhandeln.
Beide sind sehr ängstlich und nervös. Chillast, Suche, was ist los? Allee, Scheinux. Gut, dass Sie hier sind. Wir haben ein großes Problem. Was bedeutet es? Über Bulbi? Weißt du, wo er ist? Das wird auf lange Sicht eine große Investition von uns. Aber es garantiert keine Vorteile. Es befindet sich in einer Höhle ein paar Kilometer nördlich. Mana, Gruden hält durch. Ich hörte ihn sprechen, aber ich verstand nicht, was darin stand. Mir kam nur noch ein Gedanke. Bevor irgendjemand etwas sagen konnte, rannte ich. Genau im Norden. Ich konnte Chillast immer noch hören, wie ich mich rief, aber ich ignorierte ihn schnell und rannte weiter. Vielleicht laufe ich so gut wie früher. So möchte ich so schnell wie möglich Grudens Loch erreichen. Heute wusste ich natürlich, dass es dumm war, ohne Plan oder Idee dorthin zu gehen. Meist rot in meiner Tasche. Aber damals ignorierte ich all diese Informationen. Es dauerte nur wenige Minuten, bis ich in Kairo ankam. Ich glaube, du bist da falsch abgebogen. Ich wusste, dass es hinter der Höhle gewesen sein musste. Ich hörte eine Stimme darin. Wo hast du mein Geheimnis versteckt? Ich weiß, dass du es hast. Ich lüge nicht, ich habe schon zwei gesehen. Und wenn du hier bist, wird er lügen. Ich habe die beiden Stimmen sofort erkannt. Dank des Inhalts ihrer Gespräche ist es noch deutlicher, dass es Gruden und Bulbi waren. Als nächstes eilte ich zum Kreisverkehr und erreichte den Eingang zur Höhle. Wo zum Fick bist du, Scheinux? Kairo und ein Kreisverkehr? Das ist nicht, wo ich die Insel in der Lore hingesetzt hab! Ich habe sie dort sofort gesehen. Gruden hielt eines von Bulbis Beinen unter einen Felsen, damit er nicht weglief. Er lügt nicht, unser Boot ist versenkt. Beide haben mich in diesen Tagen gesehen. Scheinux, was? Verschwinde von hier. Ich gehe nicht weg. Wenn jemand geht, ist es Gruden. Ich hasse diesen Namen übrigens. Er hat mich nur angeschaut und gelacht. Und jetzt ist die Zeit der Geschichte, in der ein Retter plant, seine Tochter zu retten. Nein. Wie schön es ist. Sie wissen, warum ich hier bin. Gib mir groß, dass du ziehen kannst. Ich spürte die Wärme des Raumes in meiner Tasche. Du weißt, dass ich dir keinen Schmuck geben werde. Wenn du es willst, kämpfe dafür. Er fing an zu lachen. Rufst du mich an? Ich find's super, dass gerade praktisch im Timing mein Handy dazu vibriert hat. Ich glaube, das wird Scheinux sein. Zusammen. Aber wenn du Bulbi... Wie habe ich da Bulbi gelesen? Wenn du bleibst, zeig mir, was zu tun ist. So begann ich meinen ersten Krieg und meinen, an den ich mich erinnere. Ich weiß selbst, dass der Krieg laut Quellen eine wirklich dumme Idee ist. Aber nur laut Quellen. Denn neben all den Fakten über den Kontinent, die vor Ort geschaffen wurden, gab es einen Makel in meiner Form. Für mich gibt es jedoch nichts, was ich tun kann, außer zu kämpfen. Ich habe eine Minderheit. Obwohl ich ein kurzlebiges Pokémon bin, okay. Also wenn ich das so in der Walross Edition 3 geschrieben hätte, wäre das, glaube ich, etwas zu deutliches Foreshadowing für Teil 6 gewesen. Konnte ich eine große, metrische Flüssigkeit von Groudon einen aggressiven Angriff vermeiden als ich. Das einzige Problem war, dass mir dieser Pass natürlich ein wenig zugute kam, da mein starker Angriff keine Wirkung auf Groudon hatte. Also malt er einen großen Stein in den Schlamm, den ich nur greifen und beißen kann. Makes sense to me. Flucht wäre in der Vorstellung logisch, auch wenn ich in keiner Weise kontrollieren möchte, was mit Bulbi passiert, wenn ich die Gelegenheit ergreife. Ich habe alles versucht, um ihn zu bekämpfen. Ich hatte das Gefühl, stundenlang zu kämpfen, als wären es nur 5 Minuten. 5 Minuten sind meine Lieblingsstunde. Das Zitat nimmt keiner out of context. Denn ohne Kontext funktioniert es. Okay, deswegen wird man es out of context nehmen. Ich hab OOCs da verstanden, Leute. Deshalb ging mein erster Plan auf.
Groudon bis zur Ankunft der anderen zu behalten. Mit Eis- und Pokémon-Bäumen auf der einen Seite wird der Kampf gegen terrestrische Pokémon heutzutage weicher. Aber ich weiß, dass sie, wenn sie es schnell machen, mindestens 20 Minuten brauchen, um zur Höhle zu gelangen. Besonders neben dem Simpop-Auto, das normalerweise im Schnee gut funktioniert. Als diese drei Männer zur Höhle gingen, musste ich Groudon. G-R-A-U-D-O-N. Groudon treffen. Ebenso konnte ich, als ich klein und schnell war, nicht alles auf einmal vermeiden. Selbst wenn es bedeutete, in einen Steinschlag zu fallen. Aber die Tatsache, dass sie gegen mich nicht sehr effektiv waren, half nicht. Verständlicherweise war ich jedoch wütend, als ich auf große Felsen stieß. Groudon merkte auch, dass ich unterging und sah mich später an, als ob ich diesen Kampf verlieren würde. Mehr noch, weil ich der einzige Feind war, den ich nicht zu haben schien. Ich muss das hoffentlich echt nicht verstehen. Denke an meinen Angriff, einschließlich alles. Als ich mich beruhigt hatte, nahm sich Groudon Zeit für ein Erdbeben. Im Gegensatz zur Meinung vieler Leute, obwohl dieser Angriff Pokémon nicht viel Schaden zufügte, reicht es aus, um mich auf die eine oder andere Weise ins Bein zu treffen. Ich brach heftig zusammen und versuchte wieder aufzustehen, aber ich wollte nicht mehr. Ich beobachtete, wie Groudon sich langsam näherte. Aber er blieb stehen, sein Blick ruhte auf meiner Tasche, die ich fallen ließ. Er kam dort an und nahm es. Du bist glücklich! Wieder ein Caps Lock, natürlich, deswegen schrei ich. Ich bin heute in einer besseren Position. Für das, was du mir gegeben hast. Bigula! Frag mich nicht, was das Wort bedeutet, ich hab keiner... Ich glaube, es wird Zeit für etwas, was wir in den vorigen Walross-Editionen dumm gemacht haben, aber dieses Mal noch gar nicht. Ich google jetzt nach Bigula. Ich sehe nur Bigula Airport Transit Hotel. Interessant. Warum steht das hier? Lasse ich dein Leben leben, aber habe keine Angst, in meine Realität der Hölle einzutreten, sonst wirst du es tun. Habe nicht die gleiche Gnade. Er verschwindet mit einem Lächeln im Gesicht und einer Feuersäule. Seemobs Chillast und Eevee kamen zu der Zeit an. Sag Linux, mein Körper tut weh, aber ich sehe nicht viel. Warum nicht? Bulbi und ich machten eine Pause. Groudon, er hat Schmuck. Es tut mir leid, ich wäre kein Narr auf dem Weg. Unser Dienst ist gescheitert, nur weil ich dumm war. Groudon wird den Wald zerstören und es gibt keine Möglichkeit, eine lebende Person zu finden. Ich sah nach unten. Er schwieg für ein paar Minuten. Dann hörte ich Ivy sprechen. An sich auch ein ganz cooler Name, muss ich sagen. Ich meine, ich weiß nicht, ist das ein tatsächlicher Name, den Menschen haben können? Ich feiere ihn auf jeden Fall. Ich google das jetzt. Heute mal wieder mit Google am Start. Ist Ivy ein Name? Also I-V-Y. Vorname Ivy ist ein Mädchenname, der tatsächlich interessiert. Vielleicht merke ich mir das für irgendeine zukünftige Geschichte. Not gonna lie. Ich suche gern nach solchen Namen. Auch weil ich gerade wieder an einem neuen Projekt schreibe, da ist mir wirklich aufgefallen. Ja, Namen... Die meisten in der Geschichte, die ich derzeit schreibe, gehen einfach mit ihrer Pokémon-Spezies, deswegen ist es easy, aber genau gesagt, literally jeder außer so drei Charaktere tut das da und die drei Namen habe ich hingekriegt. Gerade so, der eine habe ich echt ein bisschen überlegen müssen, aber ich greife Zeug voraus, das ihr noch erfahren werdet. Ich denke, zum ersten Mal über das Projekt reden werde ich an Silvester Talk. So. Wo war ich? Er hat einen Stein genommen. Hier verloren. Seine Stimme klang anders, als könnte er es nicht, aber plötzlich veränderte er sich komplett. Er hat es wirklich akzeptiert. Haha, es hat wirklich funktioniert. Und ja, ich habe das mit Absicht so behindert vorgelesen. Wir haben es gelassen. Wir haben es uns alle genau angesehen, bevor Chillast ihn verspottet hat.
Sag mal, willst du wirklich, was Gruden mit diesem Stein machen kann? Er wird alle Wälder verbrennen und seine Bewohner. Bist du glücklich über die Situation hier? Nein, er kann nichts für die Steine verwenden. Warum hat er sich bei Groudon versteckt? Er hat uns dafür angegriffen und verfolgt. Weil es ihm gefallen hat? Weil du in den Überlebenden reingefallen bist. Er kann mit dem Rubin machen, was er will. Es gibt Hunderten, machen sie hier in der Höhle. Das war's mit der heutigen Folge. Like und oder Abo dalassen. Darkreis Chroniken gucken, wenn ihr es noch nicht getan habt. Spezialepisode, letzten Mittwoch erschienen oder wenn ich das aufnehme, heute. Sehr gut geworden in meinen Augen. Und sehr lore-relevant. Guckt rein. Und tschö. Ich hab immer noch Nieren.